Hallo Leute, heute gibt es eine neue Deutschprüfung für euch. Schaut das Video bis zum Ende und schreibt eure Lösungen mit. Viel Glück euch allen. Sie hören vier Ansagen. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1 bis 4 auf dem Antwortbogen. Beispiel. Herzlich willkommen bei unserer Kundenhotline. Dieser Anruf ist für Sie kostenfrei. Wenn Sie mit unserem automatischen Bestellservice verbunden werden möchten, drücken Sie bitte die Taste 1. Für das Fax-Abrufcenter drücken Sie bitte die Taste 2. Betätigen Sie die Taste 3, wenn Sie mit einem Mitarbeiter sprechen möchten. Mit der 0 gehen Sie zurück. Nummer 1. Schönen guten Tag. Sie haben die Nummer der Sicurissima-Versicherung gewählt. Leider rufen Sie außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Diese sind Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr. Sie können uns aber auch eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Wir rufen Sie dann so bald wie möglich zurück. Vielen Dank für Ihren Anruf. Nummer 2. Liebe Besucher, herzlich willkommen zum Tag der offenen Tür im TSV Heimhausen. Heute können Sie kostenlos unser Angebot kennenlernen. Im Untergeschoss zeigt Ihnen Sabine von 14 bis 15 Uhr Übungen für einen gesunden Rücken. Im Erdgeschoss bekommen Sie ab 17 Uhr ein Testtraining an unseren Geräten. Sie interessieren sich für eine Mitgliedschaft? Fragen Sie einfach am Empfang. Nummer 3. Eine Durchsage. Heute gibt es in der großen Pause einen Kuchenstand im Pausenhof, um Geld für unseren großen Sommerausflug zu sammeln. Das Stück Kuchen kostet für unsere Lehrer 1 Euro, für Kursteilnehmer 50 Cent. Also genießt für einen guten Zweck. Lehrer zahlen 1 Euro, alle anderen nur 50 Cent. Nummer 4. Hallo, hier spricht Elisa Hemmen vom Jobcenter. Ich habe eine Nachricht für Felix Heise. Felix, wir hatten doch ausgemacht, dass Sie noch Ihre Zeugnisse hier vorbeibringen. Das ist bis jetzt leider noch nicht passiert. Also, kommen Sie bitte schnell mit Ihren Zeugnissen her, damit Ihre Bewerbungsunterlagen endlich mal komplett sind.
Ende von Teil 1. Hören, Teil 2. Sie hören 5 Ansagen aus dem Radio. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 5 bis 9 auf dem Antwortbogen. Nummer 5. Und nun zum Wetter. Der Dienstag startet im Norden mit dichten Wolken und leichtem Regen. Im Süden scheint noch teilweise die Sonne, teils ist es wolkig. Später werden die Wolken dichter und es beginnt immer mal wieder zu regnen. Im Laufe des Tages und zum Abend hin wird es dann in ganz Deutschland bewölkt sein und Regen ist überall möglich. Also den Schirm nicht vergessen. Nummer 6. Das Aktuellste aus unserer Verkehrszentrale. An der A5 Karlsruhe Richtung Basel ist die Ausfahrt Ettlingen wegen Fahrbahnerneuerung gesperrt. Bitte folgen Sie der Umleitung. Weiter auf der A5 Karlsruhe Richtung Basel vor dem Grenzübergang Weil am Rhein Basel 2 Kilometer Lkw-Stau. A8 Stuttgart Richtung München zwischen Augsburg Ost und Dasing 4 Kilometer Stau wegen einer Baustelle. Bitte fahren Sie langsam. Nummer 7. Bereit zum Start ins Wochenende? Hier unsere Ausgehtipps. 80er-Jahre-Party in der Music Hall. Freitag ab 21 Uhr. Zwischen 21 und 23 Uhr gibt's ein Freigetränk. Pop, Punk und Rock aus Frankreich und Russland am Samstag im Dingo ab 22 Uhr. Eintritt 4 Euro. Wer es ruhiger mag, das Sonntagsfrühstück im Café Südpol. Buffet für 3 Euro bis 16 Uhr. Nummer 8. Der Programmtipp. Zu Fuß ins Eis. 1100 Kilometer durch unbekanntes Gebiet in Grönland. Zwei Wissenschaftler aus Rheinland-Pfalz wollen das Klima der Polarregion erforschen. 70 Tage sind dazu eingeplant. Während dieser Zeit haben Schüler aus ganz Deutschland Kontakt zu den Forschern. Über Telefon und Internet können sie Fragen stellen. Heute, 18.10 Uhr in Radio 4. Nummer 9.
Sommer, Sonne, Sonnenbrand. Bald geht's wieder los. Die Radio 4 Tipps gegen verbrannte Nasen. Nicht nonstop in die Sonne legen und vor allem Sonnencreme benutzen. Am besten schon mit Lichtschutzfaktor 20. Die Sonne sorgt nicht nur für gute Laune und knackige Bräune. Zu viel Sonnengenuss lässt die Haut schnell altern und schädigt die Zellen. Ende von Teil 2. Hören Teil 3. Sie hören 4 Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es 2 Aufgaben. Entscheiden Sie bei jedem Gespräch, ob die Aussage dazu richtig oder falsch ist und welche Antwort A, B oder C am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 10 bis 17 auf dem Antwortbogen. Beispiel: Guten Morgen allerseits. Wir haben heute einen anstrengenden Tag vor uns, deshalb wollen wir die Besprechung so kurz wie möglich halten. Ich hätte folgende Punkte: Neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Neuaufnahmen, Schichtplanung. Hat jemand noch ein Thema? Ja, ich. Ja, Herr Rothgerber? Da ich mit meinen Kindern die Ferien planen muss, würde ich gerne meinen Urlaubsantrag bald abgeben. Nummer 10 und 11. Hallo, Frau Maibohm. Setzen Sie sich doch. Danke. So, Sie sind ja zur Berufsberatung hier. Haben Sie denn auch eigene Fragen mitgebracht? Oder soll ich Sie erst mal über ein paar Berufe informieren? Naja, ich würde ja eigentlich gern Verkäuferin werden oder Friseurin oder sowas. Aber irgendwie finde ich es blöd, dass das alle machen wollen. Vielleicht gibt's ja auch noch ein paar andere Berufe, die mir Spaß machen könnten. Wie sieht's denn aus mit was Technischem? Könnten Sie sich so etwas vorstellen? Technik? Ich weiß nicht. Naja, ich bin ganz geschickt mit den Händen, glaube ich. Und Technik finde ich auch spannend. Aber so einen reinen Männerberuf finde ich irgendwie schon komisch. Aber wieso denn? Wenn Sie etwas können, sollten Sie das unbedingt nutzen. Ich gebe Ihnen mal Informationsmaterial zu ein paar Berufen. Nummer 12 und 13. Schönen guten Tag, Frau Batili. Sie wollen also bei uns ein Konto eröffnen? Ja, genau. Da muss ich Sie fragen, sind Sie denn schon volljährig? Nee, ich werde erst nächstes Jahr 18. Aber ich verdiene ja schon was in meiner Ausbildung. Und da wollte ich ein eigenes Konto haben. Ja klar, das verstehe ich. Da haben wir hier ein Formular zur Kontoeröffnung. Da müssten allerdings dann auch Ihre Eltern unterschreiben. Wie? Beide Eltern? Reicht nicht die Unterschrift von meiner Mutter? Meine Eltern sind schon ganz lange geschieden. Und mein Vater wohnt auch in einer anderen Stadt. Ja, das tut mir leid, aber das geht wirklich nicht anders. Wir brauchen beide Unterschriften.
Dann müssten Sie halt Ihrem Vater das Formular schicken, damit er unterschreibt. Na gut, wenn's gar nicht anders geht. Nummer 14 und 15. Julia Seifert? Tag, Julia. Tanja hier. Du, sag mal, ich will mir doch endlich auch mal eine E-Mail-Adresse zulegen. Und du meintest doch kürzlich, da könntest du mir helfen. Na, du weißt ja, ich bin nicht gerade fit, was Computer angeht. Ja, klar. Du, das ist völlig leicht. Ein paar Klicks und du hast deine Adresse. Das ist eine Sache von 5 Minuten. Ach, super. Wann hättest du denn Zeit? Also, heute ist es ganz schlecht. Da muss ich mal wieder auf meine kleine Schwester aufpassen. Aber wie wär's denn morgen Nachmittag? Ja, gut. Wann denn? Ist 4 okay? Ja. Gut, dann komme ich morgen um 4 bei dir vorbei. Bestens. Dann bis dann. Nummer 16 und 17. Tag, Michael. Lange nicht gesehen. Wie geht's denn so? Hallo, Jasmin. Ach, mir geht's nicht schlecht, aber auch nicht so richtig gut. Irgendwie stresst mich meine Ausbildung gerade ziemlich. Mensch, wie wär's denn dann mit ein bisschen Musik? Ich gehe mit ein paar Leuten zum Konzert von Wir sind Helden. Hast du nicht Lust mitzukommen? Das ist am Samstag. Naja, Wir sind Helden, das ist nicht gerade meine Lieblingsgruppe. Aber mal wieder ein Konzert mit ein paar netten Leuten, das fände ich schon gut. Das Beste dabei ist, meine Kollegin hatte 2 Freikarten. Und die hat sie mir einfach so umsonst gegeben. Normalerweise kosten die 30 Euro. Ja, das ist ja toll. Dann komme ich natürlich mit. Schön. Dann machen wir am besten schon mal einen Treffpunkt aus. Ende von Teil 3. Hören, Teil 4. Sie hören Aussagen zu einem Thema. Welcher der Sätze A bis F passt zu den Aussagen 18 bis 20? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 18 bis 20 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie 1 Minute Zeit. Danach hören Sie die Aussagen.
Zur Miete oder im eigenen Haus? Allein oder mit anderen in einer Wohngemeinschaft? Wohnformen sind so vielfältig wie ihre Bewohner. Wie wohnt ihr am liebsten? Das ist unser Thema im Hörerforum am Mittag. Wir haben ein paar Meinungen gesammelt. Beispiel: Also nach der Schule habe ich zuerst mit Freunden zusammengewohnt in einer Wohngemeinschaft. Aber das war nicht einfach. Nie war was Vernünftiges im Kühlschrank. Die Küche sah aus wie, naja, wir hatten Putzpläne, aber keiner hat sich daran gehalten. 10 Monate habe ich's da ausgehalten und dann war Schluss. Besser allein, aber glücklich, habe ich mir gesagt. Zurzeit habe ich eine kleine Wohnung, 1,5 Zimmer mit Küche. Da muss ich mit keinem mehr diskutieren, wer was sauber macht oder einkauft. Super! Nummer 18. Endlich auf eigenen Füßen stehen, das war mein Ziel. Ich habe zuerst mit verschiedenen Freunden zusammengewohnt, bis ich mit meinen beiden besten Freundinnen eine Wohnung gefunden habe. Jetzt ist es richtig toll. Ich find's auch schön, nicht allein zu sein, wenn ich nach Hause komme. Da ist die Wohngemeinschaft schon die beste Möglichkeit. Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, so zu wohnen. Man muss mit den anderen klare Regeln finden. Dann funktioniert's gut. Nummer 19. Es gibt ja immer mehr alte Leute, die allein sind und nicht ins Heim wollen, so wie ich. Deshalb wohne ich in dem Projekt Jung und Alt unter einem Dach. Das Haus gehört eigentlich Albert, er ist 74. Außerdem wohnen da noch 2 Studenten, eine junge Mutter mit Kind und eben ich. Für die Jungen ist der Wohnraum billig, dafür helfen sie uns mit dem Einkaufen und Kochen. Oder wenn wir mal mit dem Auto wohin müssen. Alle haben was davon. Das ist schön. Nummer 20. Ja, sowas wie uns gibt es hier in Deutschland eigentlich kaum noch. Wir leben mit 3 Generationen in einem Haus. Meine Schwiegereltern wohnen oben und wir, also mein Mann und unsere 3 Kinder, wir wohnen im Erdgeschoss. Den Garten hintendran nutzen wir alle gemeinsam. Wo wir herkommen, aus Polen, da ist das noch normal, zumindest auf dem Land. Ich muss sagen, ich fühle mich auch wohl so. Wir verstehen uns gut und wir sind immer füreinander da. Ende des Subtests hören. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne den Kanal. Bis zum nächsten Video. Tschüss.